Der Freitagabend stand im Zeichen der Zukunft. Bei der Verleihung des Augsburger Zukunftspreises hofften Vertreter von 38 gemeinnützigen Projekten auf einen der mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Preise, die von der Stadtsparkasse Augsburg gestiftet werden. Wir haben mit diesem Preis Engagement sichtbar machen können des Bürger für so ein sperriges Thema wie die nachhaltige Entwicklung oder Klimaschutz zu leisten imstande sind. Vergeben wird der Zukunftspreis für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz. In der ersteren Kategorie machte das Projekt Heroes das Rennen. Es bietet Workshops an, um Jugendlichen den respektvollen Umgang miteinander beizubringen. So sollen vor allem sogenannte Ehrenmorde verhindert werden. Gerade weil wir der erste Jahrgang sind, fühlt man sich natürlich bestätigt, wenn man da schon einen großen Preis kriegt. Und wir sind hier, wie gesagt, mit einer eher niedrigeren Erwartung hergekommen und jetzt sind wir sehr glücklich. Der erste Preis für Klimaschutz ging an die Toys Company Augsburg, die altes Spielzeug repariert und an Bedürftige verschenkt. Dadurch konnten 500.000 Kilogramm CO2 eingespart werden. Also die Freude ist natürlich sehr, sehr groß, muss ich auch dazu sagen. Ich bin zwar hier heute alleine, aber ich möchte gerne auch stellvertretend für all die Menschen stehen, die einfach dafür beigetragen haben, dass wir diesen Preis überhaupt erhalten haben. Auch die Projekte, die in diesem Jahr keinen Preis erhalten haben, wurden von den Laudatoren gewürdigt.